herzlich willkommen auf der Transportlogistik 2023 hier in München. Neben der IAA Transportation ist die Transportlogistik eine der wichtigsten Messen unserer Branche. Selbstverständlich haben wir auch wieder spannende Themen im Gepäck. Im Mittelpunkt steht unsere Mission Beyond Zero mit den 4 Megatrends Nachhaltigkeit, Elektrifizierung, Automatisierung und heute starten wir mit der Digitalisierung. Das Wort Digitalisierung wird heutzutage schon fast inflationär verwendet. Was aber wirklich dahinter steht, ist oft gar nicht ganz klar. Hier bei uns in der Smart World zeigen wir euch, welche Mehrwerte die digitalen Dienstleistungen von KRONE bereits heute schon liefern und welche diese in der Zukunft liefern werden. Und das machen wir an einfachen Beispielen aus der Praxis. Wir zeigen jetzt einfach mal hier einen ganz normalen Transportverlauf, wo wir das Fahrzeug sehen, wie das seine Strecke entlang fährt. Wir haben eine erste Ladestelle, wo wir ein paar Güter zuladen. Und was wir jetzt schon sehen können, ist, dass unsere KI-gestützten Kamerasysteme in der Lage sind, die Auswertung oder die Auslastung dementsprechend auch zu berechnen. Das heißt, wir haben einen Anstieg von 60% auf 80% gesehen. Jetzt fahren wir zur nächsten Entladestelle 3. Dort entladen wir dementsprechend 3 Paletten und stellen fest, wir haben jetzt nur noch eine Auslastung von insgesamt 40% am Fahrzeug. Wir haben allerdings noch eine sehr, sehr weite Strecke vor uns. Stellen wir uns einfach mal vor, die Strecke von Hamburg bis nach München, die wir noch fahren müssen. Und wir wollen das Ganze nicht mit so einer niedrigen Auslastung fahren. Jetzt haben wir natürlich diverse Daten erhoben und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit diesen Daten noch? Was können wir vielleicht noch in anderen Systemen mit diesen Daten anfangen? Hallo Gunnar, wir haben unseren Zuschauern vorhin erzählt, dass wir von KRONE Telematics ja sehr, sehr viele Daten über Trailer schon sammeln können. Und da haben wir uns gefragt, ob diese Daten nicht für euch auch wertvoll wären. Ja, absolut. Wir können sie zwar im Moment noch nicht automatisch verwenden, da arbeiten wir aber dran. Es gibt aber durchaus die Möglichkeit, dass der Disponent mithilfe dieser Kameradaten erkennt, wie viel Platz noch auf dem LKW ist. Also es kommt ja durchaus mal vor, dass Stellplätze zusätzlich entstehen dadurch, dass Paletten aufeinander gestellt werden oder einfach weniger bereitsteht. Und mit Hilfe der Kameradaten erfährt der Disponent dann, wie viele Stellplätze genau da sind. Ja, und dann können wir dabei helfen, das Fahrzeug besser auszulassen. Warum ist die Kamera denn so extrem wichtig für das ganze Thema? Ja, die Kameradaten sind deswegen so wichtig, weil der Disponent ja eigentlich auf dem Papier nur die avisierten Daten hat. Also er bekommt gleich die Nachricht, dass 15 Paletten geladen werden sollen. Jetzt stellt sich aber fest während des Beladevorgangs, dass es eben nur 12 oder 11 sind. Und das zeigt die Kamera und dann kann er halt für die vielleicht dann noch übrig bleibenden 4 oder 5 Palettenplätze eben weiteren Auftrag annehmen. Die Realität weicht also von der Praxis ab? Genau, das ist eigentlich Daily Business und das passiert eben auch in allen Umfällen, wo Paletten oder andere Waren verladen werden, weil sie eben gestapelt werden oder eben weil sie vielleicht nicht bereitstehen. Das Besondere eben ist jetzt, der Disponent hat die klare Information darüber, dass er 2, 3, 4 zusätzliche Stellplätze hat. Und dann kann er auf der Timocom-Plattform nachschauen, wo kann er jetzt noch eine passende zusätzliche Tour haben oder finden, die er dann auch eben, da wir ja im Spotmarkt sind, relativ kurzfristig bekommen kann bei uns. Da es sich ja um Live-Daten handelt, ist die Kurzfristigkeit natürlich extrem wichtig. Aber wie stellt ihr denn sicher, dass er wirklich kurzfristig auch an weitere Ladungen kommt? Und auf der Plattform befinden sich oder tummeln sich über 50.000 Kunden, die aus ganz Europa, die täglich bis zu 1 Million Fracht- und Laderaumangebote einstellen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige dann noch was findet, ist erstmal relativ groß. Vielleicht ist es nicht immer die absolut perfekte Tour, aber es ist auf jeden Fall besser, als leer zu fahren oder einen leeren Transport durchzuführen. Erstens für die Umwelt, weil das natürlich eine Katastrophe ist und zweitens aber auch aus Kapazitätsgründen. Wir haben halt auch nicht so viel Laderaum, dass wir den verschenken können. Wir haben heute gelernt, dass Digitalisierung immer nur dann erfolgreich sein kann, wenn man es auch partnerschaftlich angeht. Dafür sind 2 Dinge extrem wichtig. Einerseits, dass man die Daten in einer gewissen Qualität zur Verfügung stellen kann und andererseits, dass man einen strategischen und verlässlichen Partner hat, der mit diesen Daten auch tatsächlich Mehrwerte generieren kann. Und morgen beschäftigen wir uns hier mit dem Hypertrend der Automatisierung.